Zum Auftakt der Grünen Woche rollen sie wieder an. Tausende Bauern kommen in Berlin und weiteren deutschen Städten zusammen, um für bessere Bedingungen ihrer Landwirtschaft zu demonstrieren. In Nürnberg, wo rund 5000 Bauern mit 2500 Traktoren zusammenkamen, sind am 18. Januar düstere Fotos entstanden, die für großen Ärger sorgen. An einzelnen Traktoren waren Banner mit rechtsextremen Symbolen angebracht. Im Internet kursieren Aufnahmen von großen Plakaten mit eisernen Kreuzen, einem Adler und Sprüchen wie "Die Wahrheit siegt" oder "Klagt nicht, kämpft". Die Veranstalter der Großdemo bestätigten, dass einzelne Teilnehmer mit Transparenten aufgefallen waren und distanzierten sich, so wie auch der Bauernverband. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner verurteilte die Vorkommnisse scharf und sprach von einer Entgleisung.